Pull, Clay and We Are auf der Oculus Quest. Ich begrüße euch auf meinem Kanal, ihr schaut vorherweise, ich bin der Sascha und heute schaue ich für euch in Clay Hunt We Are. Ihr findet dieses Spiel für 19,99 € im Oculus Quest App Store. Ja, in diesem Spiel geht es gleich darum, Tontauben abzuschießen. Das habe ich im realen Leben noch nie gemacht. Es gibt verschiedene Spielmodi und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie ich mich schlagen werde, weil ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, wenn diese Tontauben, also diese Frisbees da rumfliegen und die muss ich dann ja abschießen. Ich will auch gar nicht großartig jetzt rumschnacken, weil ich mich, wie gesagt, mit Tontaubenschießen überhaupt nicht auskenne. Und wir springen jetzt direkt ins Video und schauen uns das Ding einfach mal an. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So Leute, ich bin in Clay Hunt We Are, Tontaubenschießen und ja, hier sind schon so ein paar, wie heißt das, ausgestopfte Tiere. Ne, das ist nicht so ganz meins mit ausgestopfte Tiere, das mag ich eigentlich nicht, aber okay. So, erster Eindruck, hier ist es still, ja, das muss ich sagen. Aber es sieht von der Optik ganz cool aus, muss ich sagen. Also es ist schon hier vorne auf jeden Fall das Menü, das ist schön scharf, so wie ich das mag. Ne? Und ja, das hat schon was irgendwie, muss ich sagen. Ja, ich habe nur keine Ahnung, was ich mir jetzt hier einlasse. Weil wie gesagt, ich habe im ganzen Leben noch nie wirklich Tontauben geschossen. Und ja, da ist, kann man einkaufen, aber ich kann da leider nicht hingehen. Ah, ich kann mich aber drehen via Snap. Okay, das geht. Und ja, jetzt habe ich das Menü vor mir. Gut, dann haben wir ein Tutorial. Wir haben Skeet Shooting, Trap Shooting, Spotting Clays und Pigeon Hunt. Okay, da haben wir Infos drunter. Ja, aber wir gucken natürlich erstmal ins Tutorial. Ich habe kein Optionsmenü. Ich drücke mein Menü. Nein, da passiert nichts. Okay. Und ja, dann würde ich sagen, dann schauen wir erstmal ins Tutorial. Wie gesagt, sehr, sehr still hier alles. Ne? So, 20 Euro das Ding. Bin ich gespannt, ob es das wert ist. Das ist mir so das Einzige, wo ich so ein bisschen, ich sag mal, Bauchschmerzen habe. So, grab with the grip button on the side of the controller. Okay, die Knarre geht so mit. Guck mal, Leute. Ja, erster Eindruck. Die hinteren Bäume, die sind ein bisschen unscharf. Ne? So ein bisschen blurry, aber das soll wohl so. Hier vor mir das ist knackscharf. Hier diese Paletten, die Knarre ist auch knackscharf. Der Controller vibriert so ein bisschen, wenn ich jetzt hier so dran gehe. Und das Gewehr, das sieht okay aus. Ne? Es hat was. Muss ich sagen, auf jeden Fall schön scharf, jetzt nicht so super detailliert, aber es hat was. Es hat so ein bisschen Comic-Style, ne? So, grip with your other hand, grip button. Okay, das kennt man. Und dann pump a chamber to around. Okay, zack. So, call clay pigeon targets, shoot with the trigger button. Okay, okay, das fühlt sich komisch an, aber irgendwie auch wieder gut. Guck mal, Leute. Zack. Guck mal, wie das alles wegfliegt. Okay, das gefällt mir schon mal. Die Controller, die vibrieren auch so ein bisschen, wenn ich schieße. Und ich treffe hier alles, ne? Okay, das Nachladen ist so ein bisschen, ja, zuppelig, sag ich mal. Haben wir das hier vorne auch? Okay, alles fliegt weg. Was ist das? Das ist nix. Habe ich auch nie getroffen, ne? Ja, so. Call Clay Pigeon, open the menu, hold, ja, ist klar, to reset position. Dass der Zaun so lila ist, ne? Das ist ein bisschen gewackt von der Farbe, aber okay. Ja, wie gesagt, das ist die Knarre. Hier ist sogar ein bisschen was eingearbeitet. PC356755. Da sind so Schrauben angedeutet, die sind jetzt aber drauf gemalt, die sind nicht 3D. Hier unten diese, was ist das hier, diese Niete am Abzug, der ist 3D. Man kann hier sogar drunter gucken, guck mal, Leute. Ja, also das sieht schon cool aus. So, wir machen mal AX. Pow! Was war das? Habe ich das getroffen? Nee, ne? Call Clay Pigeon Targets. Okay, machen wir. Pow! Okay, also ich merke schon, das wird schwer. Pow! Pull! Jawohl, Leute, habe ich getroffen. Guck mal, da ist sogar so ein bisschen, ja, wo das explodiert ist, war so ein bisschen Pow! Staub und so, ne? Auch getroffen? Ja, es geht doch, ne? Ist gar nicht so schlecht. Okay, das ist das Tutorial. Ich meine, viel muss man ja hier auch nicht lernen, ne? Man kann sogar vielleicht auch einhändig schießen. Ich probiere das mal. Das geht auch. Aber so schießt man natürlich nicht, ne? Okay, Leute, ich würde sagen, ich lasse das ganze Ding mal los. Dann schwebt das wieder hier so vor mir. Ne? Guck mal, schön. Und dann gehen wir wieder ins Menü. So,
Few tips before you go. Don't aim, just look. Okay, ich soll nicht so zielen, ich soll einfach nur gucken. Match the target speed with your swing and then lead it. Study clay shooting techniques online or with a coach. I'm ready. So, dann haben wir jetzt, wie gesagt, Skeet Shooting, Trap Shooting, Spotting Clays, Pigeon Hunt. Ich schieße nicht so gerne auf Tiere, muss ich gestehen, aber okay, es ist nur virtuell. Und ich gucke mal, ob ich hier auf Info klicken kann. Kann ich. Dann bekommt ihr auch nochmal, wie es funktioniert. A round of Skeet consists of 25 Shoots from 8 different stations. A Skeet Field consists und so weiter. Ihr könnt pausieren, könnt das euch zu Ende durchlesen. Gut, machen wir Skeet Shooting. So, ich bin gespannt. So, ich stehe hier in der Pampa. Auch wieder dieses, was ist das, lila, ne? Also farblich sehr gewagt, okay. Hier ist so eine Wand hinter mir, ne? Kann ich mich jetzt hier, ich kann mich auch nochmal drehen hier mit dem Stick, ne? Wie gesagt, so Snapturn-technisch. Hier ist die Nummer weg, ist eine andere Knarre, ne? Ja, die ist ein bisschen anders. Das Holz sieht cool aus, das gefällt mir. Ist zwar matt, also es glänzt hier gar nichts, aber es hat was. So. Singles, achso, ich darf noch gar nicht, ich muss da jetzt erst nochmal sehen. Okay. Wir haben Singles, Beginner, Intermediate, Professional, wir haben International, wir haben Infinity High Scores und wir haben Practice. Ja, also ihr könnt euch hier alles ausruhen. Station 1, Station 2, High, Low, was ist das denn? Achso, oben, unten oder was? Keine Ahnung. Guck mal hier, könnt ihr ganz viel aussuchen. High, Low, 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 High. Aha, Station 6, 7, 8. Also es gibt 8 Stationen. Okay, ich habe keine Ahnung. Konnte ich mir hier nicht aussuchen, ne? Okay, Beginner. Ich würde sagen, wir machen mal Beginner, weil ich habe das noch nie gemacht. Highscore 16 und wir machen Singles, okay. So, da ist ein Pfeil. Press A to call targets. Okay, mach mal. Wird das nachladen, dann geht das so. Pow! Okay, der hat mir irgendwas angezeigt. Da steht was. Pow! Guck mal Leute, ich kann das. Ich bin hier Tontaum-Experte. Was war das denn? Tontaum-Experte. Okay, jetzt stellt er mich woanders hin. Guck mal. Ach, das ist dann die andere Station. Also ich muss wieder Pull drücken, ne? Da kommt das jetzt raus wahrscheinlich. Pull. Jawohl. War das gut? Also mit dem Ziel, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, ob das gut oder schlecht ist. Aber es macht irgendwie Laune, Leute. Also nachladen muss ich das Ding hier nicht. Das finde ich ganz cool. Hey, das war aber ganz schön schnell. Was für ein Poop? Poop. Pow. So. Okay, jetzt von allen Stationen hier machen. Pow. Ha. Pow. So. Das macht echt Laune, Leute. Pow. Ah. Pow. Jawoll. Leute, ich bin gut in Tontaumschießen. Das wusste ich gar nicht. Ich bin Naturtalent. Pow. Zack. Pow. Jawoll. Ja, Leute, nur ein verkackt hier, ne? Fliegen die jetzt auf mich zu? Guck mal, hier ist so eine Linie. Ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt gleich noch kommt. Wo ist denn das Ding jetzt? Kann man da reingucken? Okay. So, mach mal. Pow. Okay, hinter mir kam der. Jetzt fliegt der auf mich zu, ne? Pow. Zack. Aber dieser Staub, ne, wenn das zerplatzt, das sieht cool aus, das gefällt mir. Pow. Ha. Hast du so gedacht? Pow. So, über die Schulter hier. 15, das ist doch gut, ne? Highscore Singles. Highscore 15. Guck mal, Leute, Game finished. So. Dann haben wir International. Das machen wir jetzt natürlich ein bisschen. Ah, das sind dann 25. Das sind nur Highscores. Ach, das kann ich gar nicht spielen. Das sind nur Highscores. Okay. International, Practice. Okay, jetzt machen wir das hier nochmal hier. International, 25. Komm, wir machen das mal. So. Mal gucken, was da jetzt schwerer ist. Pow! Was ist das Ding? Okay. Second. Pow! Okay, es dauert. No target, two targets with. Was? Das konnte ich so schnell nicht lesen. War das gut? Ich habe keine Ahnung. Pow! Was war das denn? Da sind ja zwei. Einer da und einer da. Ja, was? Püp, püp. Kommen da jetzt immer zwei raus oder war das Zufall? Pow!
Ich treffe das nicht mehr. Böp. Second? First. Achso, first, second. Da kommen wieder zwei. Da muss ich wieder in der Mitte jetzt. Okay, guck mal. Ich denke, da kommen zwei raus. Das war jetzt noch hier. Oh Mann. Ja, Leute, ich treffe nichts mehr. Das war das dann. Dazu Thema Naturtalent. Tontaum schießen. So, jetzt aber. Mann, was ist das wirklich jetzt ein bisschen schwieriger? Warum, weiß ich nicht. Okay, zwei habe ich geschafft, ne? Das ist die ganze Linie, die ich jetzt hier abspielen muss. Okay. So. Nächste. So, jetzt habe ich wieder so ein bisschen Lauf. Seht ihr, jetzt habe ich auch zwei so weiße Punkte bekommen. Wo kommt denn jetzt? Da, ne? Mach hier, komm. So. Wrong Target. Wie? Wrong Target Shoot? Was denn? Das habe ich jetzt hier wieder nicht verstanden. Pow! So, jetzt habe ich es geschafft. Wieso Poop? Ach, das waren wieder. Also das raff ich nicht, wann da mal zwei kommen und wann da mal einer kommt. Da ist jetzt ein L drin. Warum, weiß ich nicht, okay. Pow! Noch getroffen, ne? Der ist noch auseinandergeflogen, das zählt. Pow! Was? Eins und zwei. Darf ich da nur den treffen? Nein, hab ich's. Jetzt habe ich gar keinen getroffen. Ja, ist ja gut. Böp, böp. So, komm. Pow! So, geschafft. So, eins, zwei, da muss ich jetzt erst den. Ne? Sonst habe ich das noch nicht raus hier. Ja, da fliegen dann zwei. Ne? Den zweiten sieht man teilweise gar nicht, weil die so schnell sind. Ja, bip, bip. So. Pow. So, das war jetzt richtig. Ne? Den anderen habe ich weiterfliegen lassen. Ja. Pow. Ja, mach. Ach, Schitte. Ich werde zu alt für sowas. Ne? Man muss auch ein bisschen schneller reagieren. Also drumherum, die Optik ist jetzt hier nicht der Kracher, aber darum geht es eigentlich auch gar nicht. Also das Gefühl, die Dinger hier abzuschießen, das ist cool, das gefällt mir. 9, okay. Ja, Leute, das ist dann Skeet-Shooting. Ja, sorry, Leute, wieder ein Frosch im Hals. So, Singles International haben wir dann. Okay, dann gehen wir wieder nach Hause und schauen uns noch das nächste an. Trap, was immer Trap ist. Bin gespannt, ob das jetzt auch eine andere Location ist. Ne, ist das gleiche. Olympic Trap, Double Trap und dann haben wir wieder Practice. Okay, ich so, erstmal müssen wir uns das hier ausnehmen. Nee, mach mal Beginner. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Was ist denn Double Trap? 30? Und Olympic Trap ist 25. Okay. So. Press R to call targets. Ja, was muss ich jetzt hier machen? Warum ist denn da hinten jetzt so eine Wand? Hallo? Okay, mach mal. Ich weiß doch gar nicht, wo die jetzt kommen. Der zeigt mir das gar nicht an, ne? Pow! Okay. Pow! Okay, das ist einfacher, das finde ich cool. Komm her. Pow! Pow! Ach, Scheiße! Was denn? Darf man eigentlich mehrmals schießen, wenn man nicht trifft? Pow! Ne, zweimal darf ich, also mehr ist nicht. Dann war das Ding leer. Pow! So, aber jetzt? Das Fadenkreuz, das wird immer nur zu kurz eingeblendet. Man kann gar nicht genau schauen, wo man jetzt getroffen hat, ne? Pow! Zack. Pow! So, aber irgendwie macht das Laune, Leute. Das hat was. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Pow! Ich hab's getroffen. Knapp so an der Ecke, ne? Bei rund an die Ecke getroffen. Jetzt überlegt man, Leute. Okay, weitermachen. Pow! Pull! So. Pow! Jawoll! So, komm, ich gebe alles hier. Pow! Jawoll! Ich habe einen guten Lauf, ne? Schauen wir mal. Okay, das sieht gut aus. Pow! Ah! Ah! Den habe ich verkackelt. Pow! Jawoll! So. Pow! Jawoll! Also das geht echt gut von der Hand. Also hätte ich nicht gedacht, dass man diese kleinen Dinger so gut treffen kann.
Aber es ist ja auch ein Schrotgewehr, ne? Also das streut ja auch ein bisschen, ne? Also ist ja nicht eine Kugel, die da vorne rauskommt, ne? Pow! Ah! Ja, beim zweiten getroffen. Dann war jetzt auch eine 2 in diesem Fadenkreuz zu sehen. Wie viel habe ich denn noch? Und Leute, tut mir echt leid, dass ich hier schon wieder einen abhuste hier. Ja, Frosch im Hals. Egal, oh. Pull. So. Ist diese Heizungsluft, oh. Das ist jetzt wieder da. Und jetzt hat man hier diese Heizungsluft, trockene Luft, ne? Aber egal. So, Pull. So, zweiter Schuss getroffen. Pull. Ist natürlich jetzt wieder zum Zuschauen wieder so ein Video, ne? Es ist eigentlich immer dasselbe, was ich hier mache. Aber es ist ein geiles Gefühl. Also das muss ich sagen, es macht mir irgendwie Laune. Pull. Aber die 20 Euro sind mir noch so ein kleines, ja, noch so ein bisschen Bauchschmerzen machen, die mir, sag ich mal. Pull. Pull. So. Pull. So, habe ich alle. 22, guck mal, Leute. Beginner Olympic Trap. Da haben wir natürlich nochmal Double Trap und das machen wir jetzt mal auf Professional. Ne? Das will ich mal gucken, ob ich da überhaupt was hinkriege. So. Press R to call. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob jetzt 2 kommen, was hier Double ist oder so, ne? Pow! Tatsächlich, hier kommen jetzt 2. Okay. Pow! Ah, nur eingetroffen. Das ist schon schwerer, ne? Ja, sollte natürlich auch bei 2. Alles gut. Pow! Ach, nicht eingetroffen. Böp, böp. Ja, diesen Sound hört ihr jetzt öfter. Pow! Ein. Okay. Pow! So, jetzt habe ich beide getroffen, ne? Ja, hier habe ich beide Balken bekommen. Pow! Ah, leider nur ein. Aber irgendwie ist das geil, also wenn es so schwer ist. Das ist ein cooles Gefühl, wenn man dann wirklich beide trifft, ne? Pow! Ach, Mann, fast. So, ich achte jetzt, wo können die überall kommen? Pow! Jawoll, beide getroffen. Pow! Jawohl, jetzt kriege ich langsam einen Flow, ne? Man merkt das. Pow! Ach, schade. Pow! Ja, schön, schön. Also wenn es dann klappt, das ist ein echt tolles Gefühl. Pow! Zack. Pow! Nur ein, ne? Ach, shit, ey. Kommen Leute auf Professional, ne? Und dann hier sofort hier Double. Pow! Olympic, super. Keine Ahnung. Mach ich doch gut, oder? So, ein noch. Pow! Ach shit, zum Abschluss nochmal beide verdüdelt. Kommt 1919. Ein Stern hier, ne? Also kommt hier Professional Olympic Double Trap, ne? Das ist olympische Disziplin. Ich habe sogar einen Stern geholt. Gut, Leute, das ist dann Trap. Jetzt haben wir Sporting Clays, was immer das ist. Und da schaue ich natürlich auch noch für euch rein. So, jetzt sind wir hier auf dem Feld, würde ich sagen. Okay, optisch, wie gesagt, ist das jetzt hier echt nicht Kracher, aber darum geht es ja eigentlich auch nicht. Challenge 1 von 20. Okay, jetzt muss ich mal durchgucken. Okay, das sind dann Full Course Challenge. Ah, ich muss die erste spielen, dann habe ich die nächste. Dann probieren wir mal gucken, was jetzt so auf mich zukommt. Aber der Himmel sieht cool aus, das gefällt mir. Ah, ich habe hier sogar, guck mal, ich habe hier sogar einen Torbogen. Okay. Pow! Zack! Das ist cool, weil das so schön hell ist. Pow! Wo denn? Ach Leute, habe ich ihn jetzt gemacht? Voll gepennt hier. Ja, möb. Mach mal hier, komm. Pow! So. Jetzt stellt er mich woanders hin. 1 und 2. Okay, ich stehe jetzt woanders, ne? Also muss ich jetzt erst den und dann den anderen. Pow! Jawohl, Leute, guck mal, ich habe beide geschafft. Achso, ich muss wieder abholen. Jawohl, ja. Das macht richtig Laune, Leute. Irgendwie hat das was. Pow! Ah! So. 7.
Guck mal, Leute, so. Und dann kann man da jetzt wahrscheinlich die nächste, ne? Sporting Clays Challenge 1. Ich mach jetzt einfach, ich drück da mal drauf. So, jetzt stehe ich hier so an, ja, an dem Rand hier von dem Berg. Da mal wieder 1 und 2. Pow! Ach, den zweiten leider nicht getroffen. Aber der verschwindet dann im Gras, wenn der hinter mir ist, ne? Pow! Egal, so. Ach, wieso treffe ich den zweiten denn immer nicht hier? So, 1 und 2. 1. Ach. Dafür habe ich jetzt den zweiten getroffen. Okay. So, da haben wir wieder nur ein. Pow! Ey, was ist denn da so tief hier? Das ist doch. Das ist ja Verarsche hier, ne? So, jetzt tief. Jetzt schießt er den bestimmt nach oben. So, hast du dir so gedacht, ne? Du Ton, Tauben, Schieß, Maschine. So. Ha! So, habe ich geschafft. Ja, Leute, dann seht ihr, habt ihr hier dann noch, wie gesagt, so Challenges, sind 20 Stück. Ich habe jetzt 2 gespielt. Müsst den ganzen Kurs wahrscheinlich machen, dann bin ich in der Highscore. Okay. Dann haben wir noch, ja, Peach in Hand. Wie gesagt, jetzt muss ich wahrscheinlich auf Tiere schießen, was ich eigentlich nicht so gerne mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die muss ich auch nachladen. Okay. Hier kann ich nichts machen, außer spielen. 1,5 Minuten. Okay. Von der Optik auch wieder dasselbe, ist wieder sehr schlicht. Bin hier aber alleine. Ja, Tiere. Da. Okay, ja. Das war jetzt zu schnell für mich. Oh Mann. Hallo, halt mal nach hier. Aua. Ich bin gut, ne? Ich mag keine Tiere erschießen, Leute, echt nicht. Wo ist denn hier jemand? Hallo? Okay, ich bin ein ungeduldiger Jäger, ich merke das schon. Hallo? Ich habe sie alle dahinter mir. Ah, ich muss mich umdrehen, was soll das denn? Das sagt er mir jetzt erst. So, einen habe ich. Verschwindet dann aber auch im Gras. Ich habe einen. Also ihr seht schon, das Nachladen funktioniert leider nicht so. Ja gut, man muss das ja langsam machen. Was ist das denn? Also ist. So, habe ich 3 Punkte. 4 Punkte. Ey. Fünf. Ja, das war jetzt nicht so, ne? Aber ihr seht, das geht 1,5 Minuten. Und es gibt ja auch keine Highscore, ne? Auf jeden Fall steht da keine drin. Oder die ist schon nicht aktiv, keine Ahnung. Ja, das war dann Peach in Hand. Kurz und knapp. 1,5 Minuten Vögel schießen. Das ist das ganze Spiel, Leute. Und jetzt tue ich mich natürlich ein bisschen mit den 19,99 € schwer. Aber ich sage natürlich dann noch ein bisschen was im Fazit dazu. Bleibt also noch ganz kurz dran, noch nicht abschalten. Und dann hört ihr noch meine Meinung dazu und was ich ja davon halte, dass das Ding ja 19,99 € kostet. Bis gleich. Ja, ich habe das, glaube ich, schon am Anfang vom Video gesagt. Diese 19,99 €, die liegen mir so ein bisschen schwer im Magen. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, das tun sie immer noch, irgendwie, aber irgendwie auch so ein bisschen, ja nicht. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also zunächst einmal, ich kenne mich mit Tontaubenschießen überhaupt nicht aus. Ich habe das, wie gesagt, im realen Leben noch nicht gemacht. Deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, ja wie nah dieses Spiel ja an Real Life ist, also an wirkliches Tontaubenschießen. Ich weiß nur, es hat mir Spaß gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht gut von der Hand, es funktioniert alles wunderbar, bis auf dieses Nachladen. Aber das muss man ja noch bei diesen Pigeons nutzen, ansonsten ist das Ding ja immer automatisch geladen. Und wenn man den Schwierigkeitsgrad erhöht und man die Scheiben trifft, das ist echt ein echt cooles Gefühl, muss ich sagen. Ja, trotzdem 20 €, ne? Also wie gesagt, technisch, es ist sehr simpel gehalten, was die Grafik angeht. Aber es funktioniert alles, es fühlt sich alles wunderbar an. Das finde ich ja gerade das Coole an dem Ding. Also wenn ich daneben schieße, dann weiß ich, ich habe daneben geschossen. Und wenn ich treffe, dann habe ich auch das Gefühl, ich habe das Gewehr richtig geil und ich habe auch gut getroffen. Also ich habe wirklich ja was Tolles gemacht. Ja, ich weiß, es ist blöd zu beschreiben, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Spiel selber ist eigentlich total simpel gestrickt. Ja, man muss Tontauben abschießen. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht, aber es hat mir echt Bock gemacht.
Ja, deswegen, also 20 Euro, ich finde es irgendwo natürlich jetzt für den Inhalt, den man da bekommt, ein bisschen heavy, muss ich ganz ehrlich sagen. Andersrum, es funktioniert und es macht Spaß, ja. Also diesmal bin ich so ein bisschen raus, was den Preis angeht, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch nicht jeder ist so Tontauben, Fan, jetzt mal abschießtechnisch. Ich habe auch noch keinen in meinem Bekanntenkreis oder so, der das macht oder so. Ich kenne gar keinen. Kann natürlich sein, dass jetzt jemand sagt, ja, ich mache das hier als Hobby, das ist mega, 20 Euro gehen dafür völlig in Ordnung und deswegen bin ich da völlig raus bei dem Preis. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen konfus jetzt, ne, hier beim Fazit, aber ihr habt das Video gesehen und deswegen macht euch doch bitte diesmal selber meine Meinung, ob hier die 20 Euro wirklich angebracht sind. Aber wenn ihr Fan dieser Sportart seid, könnt ihr natürlich gerne zuschlagen. Ja, dann wie gesagt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, zu diesem Preis. Ja, ist das okay, 20 Euro, oder hätte man da vielleicht doch ein bisschen tiefer ansetzen müssen. Würde mich mega interessieren. Ansonsten natürlich alles andere auch zum Tontauben schießen. Immer in die Kommentare, alles zu ja, alles in die Kommentare. Alle Kommentare werden natürlich anstandslos von mir beantwortet. Ja, ihr möchtet keine Videos mehr von mir verpassen, dann abonniert doch gerne jetzt meinen Kanal. Wenn ihr es nicht schon längst getan habt, bekommt ihr immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Ganz zum Schluss, ihr wisst es schon, mein Discord-Server, ja, mit derzeit über 260 WeAre-Usern, stoßt gerne hinzu, ja, würde ich mich riesig freuen. Ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, euch wird geholfen, wenn ihr Probleme habt. Ihr findet den täglichen Daily Deal der Oculus Quest auf meinem Discord, sämtliche App Lab Neuveröffentlichungen, auch da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und man kann sich natürlich auch einfach nur unterhalten und ich bin auch noch da, auf jeden Fall. Gut, würde mich riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord begrüßen zu dürfen. Hier zu meiner Seite findet ihr eine kleine Auswahl meiner Videos. Stöbert gerne durch, vielleicht findet ihr noch das eine oder andere. Und jetzt sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schöne Woche, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und bis zum nächsten Video. Euer Sascha, haut rein, Leute. Ciao.